Hallöchen, meine Herrschaften. Willkommen zur Blechtrommel von Günter Grass. Warnhinweis, dieser Roman ist echt lang und handlungsreich, deswegen kann diese Zusammenfassung nicht alle wichtigen Figuren und Episoden des Romans enthalten, hier nur die allerwichtigsten. Oskar Mazerat, 1924 in Danzig geboren, beschließt als Dreijähriger nicht mehr zu wachsen und terrorisiert mit einer Blechtrommel und einer Stimme, die Glas zum Springen bringt, die Welt. Seine Mutter Agnes Koljajcek ist kaschubischer Herkunft. Das ist ein slawisches Völkchen irgendwo zwischen den Polen und Deutschen. Sie heiratet den Rheinländer und guten Koch Alfred Mazerat, das ist also Oskars offizieller Vater, während sein genetischer Vater wahrscheinlich sein Onkel Jan Bronski ist. Er lernt den kleinwüchsigen Künstler Meister Bebra kennen, der ein großes Vorbild für ihn wird und durch den er die ebenfalls kleinwüchsige Künstlerin Roswitha Raguna kennenlernt. Dann gibt es noch Maria Truczynski, ein Nachbarsmädchen, etwas älter als Oskar, die später seine Stiefmutter wird und den kleinen Kurt Mazerat zur Welt bringt, von dem Oskar glaubt, dass er sein Sohn und nicht etwa sein Halbbruder ist. Den Rest kriegen wir später. Den Rahmen dieses Romans bildet eine Nervenheilanstalt in Düsseldorf im Jahre 1954, wo Oskar festgehalten wird, aber es gibt den netten Pfleger Bruno und dem sagt er, hier besorg mir mal Papier, ich schreibe meine Memoiren. Okay. Und er sagt, wie findest du den Anfang? Meine Oma sitzt auf einem Kartoffelacker in Polen, da kommt ein von der Polizei Verfolgter übers Feld gerannt, sie hebt die Röcke, er kriecht drunter und während die Polizei nach ihm sucht, zeugt er dort meine Mutter. Das ist pervers und unwahrscheinlich. Super! Genauso soll auch der Rest des Buches werden. Und Oskar erzählt. Meine Mutter Agnes, die auf diese Weise gezeugt wurde, fand zwar eigentlich ihren Cousin Jan Bronski heiß, heiratet dann aber doch lieber den Soldaten Mazerat und eröffnet mit ihm einen Lebensmittelladen. Sie wird schwanger, vielleicht von Bronski. Oh, es ist ein Oskar! Oskar ist von Geburt an geistig erwachsen und bekommt zu seinem dritten Geburtstag eine Blechtrommel geschenkt. Weshalb er dann sagt, ich habe alles, was ich brauche, ich rede jetzt nicht mehr und ich wachse auch nicht mehr. Und zur Sicherheit bzw. zur Tarnung fällt er noch die Kellertreppe runter. Oh nein, unser Kind hat eine Wachstumsstörung. Als er die Trommel wenig später zum ersten Mal kaputt trommelt, sagt Papa, jetzt gib mal her. Und er so, nein. Und er stellt fest, dass er mit seiner Stimme Glas zersingen kann, was er jetzt immer als Druckmittel einsetzt, unter anderem dazu, nicht mehr in die Schule zu müssen. Und das findet er erstmal gut. Dann jedoch fragt er sich, und wo lerne ich jetzt lesen? Ah, vielleicht bei der Bäckersfrau. Diese Bäckersfrau liest ihm abwechselnd über den triebhaften Wunderheiler Rasputin und aus Goethes Wahlverwandtschaften vor und masturbiert dabei, während er lesen lernt. Es handelt sich also um eine Win-Win-Situation. Überhaupt geht's viel um Sex. Mutti geht donnerstags immer zum Seitensprung mit Jan Bronski und du bleibst so lange bei dem netten Spielwarenhändler Herrn Markus, der ist auch in Mutti verliebt, deswegen lässt er das mit sich machen. Und willst du einen Teddy? Nein, ich will nur Blechtrommeln. Das ist also sein Blechtrommel-Dealer. Mutti geht dann auch mal mit ihm ins Theater und in den Zirkus und als sie gerade nicht aufpasst, lernt ihr Meister Bebra kennen. Ach, heutzutage wachsen schon die Dreijährigen nicht mehr oder was? Mit Bebra versteht er sich auf Anhieb. Dieser warnt ihn vor den Nazis, die ja gerade im Kommen sind. Und zu den Nazis gehört sein Papa Mazerat. Der geht also sonntags immer auf die Aufmärsche, wo Oskar sich unter die Tribüne schleicht und mit seiner Trommel Anarchie herbeitrommelt. Er bringt sie dazu, Walzer zu tanzen und ähnlich lustige Sachen zu machen. Mama bringt ihm auch die Religion nahe, beziehungsweise geht mit ihm in die Kirche. Naja, ich habe ja auch immer viel zu beichten. Wart mal kurz hier. Und er geht dann zu Jesus, hängt ihm die Trommel um und sagt, jetzt trommel mal für mich. Aber Jesus trommelt nicht. Am Karfreitag des Jahres 1937 machen Mutti, Mazerat und Jan Bronski, die jetzt in so einer lockeren Ménage à trois zusammenleben, einen Ausflug ans Meer, wo sie einem Typen begegnen, der mit Hilfe eines abgetrennten Pferdekopfes Aale angelt. Die schlängeln sich da so raus und Mutti so, boah, ist das widerlich, burk, muss erstmal kübeln. Mazerat kauft welche von diesen Fischen gegen den Widerstand seiner Frau und bereitet die zu Hause zu. Und die will das nicht, findet das total widerlich, aber irgendwann sagt sie dann, Fisch, ich will Fisch, Fisch, Fisch. Wochenlang isst sie nur Fisch, trinkt sogar das Öl aus den Konservendosen, bis sie irgendwann tot umfällt. Nein, Mutti! Wahrscheinlich hat sie eine Fischvergiftung. Nachdem Mutti tot ist, lernt er Roswitha Raguna kennen, die zweite Liebe seines Lebens sozusagen. Für die singt er sogar in ein Wasserglas ein Herz mit seiner Stimme rein, was ja echt romantisch ist. Und er freundet sich mit dem Kellner Herbert Truczynski an, mit dem er so eine Art Narbenquiz spielt. Du drückst auf eine Narbe auf meinem Rücken, ich sag dir, woher die kommt. Und der wenig später unter mysteriösen Umständen bei einem Museumswärterjob ums Leben kommt. Aua! Oh nee!
Überhaupt wird viel gestorben. In der Pogromnacht 1938 nimmt sich dann der nette Herr Markus das Leben, nachdem sein Laden von den Nazis verwüstet worden ist und Oskars Quelle an Blechtrommeln versiegt. Nein, meine letzte Blechtrommel! Onkel Jan, kannst du mir helfen? Und der nimmt ihn mit zur polnischen Post, wo er als Beamter arbeitet und sagt, ich habe hier einen Kollegen, der uns helfen kann. Dummerweise fängt gerade der Zweite Weltkrieg an und Onkel Jan wird als polnischer Beamter von den Nazis umgebracht. Aua! Während Oskar einfach so tut, als wäre er ein Dreijähriger und auf diese Weise entkommt. Trotz Krieg macht Oskar jetzt erste erotische Erfahrungen mit Maria, erst am Strand, dann zu Hause. Blöderweise erwischt er sie dann aber auch, wie sie mit dem Alfred Mazerat, seinem Vater, rummacht. Und er so, nein, ich tick völlig aus, dann hole ich mir jetzt halt, was ich brauche, bei der schmuddeligen Nachbarin Frau Greff. Maria bringt dann Kurt zur Welt und er ist sich sicher, das ist mein Sohn, garantiert. Kurz darauf begegnet er Meister Bebra wieder, der ihn auffordert, hier, komm mit uns, wir machen Fronttheater. Und zusammen mit Roswitha, mit der er jetzt ein Verhältnis hat, zieht er mit Meister Bebra durch ganz Europa. Sie kommen sogar bis zum Atlantikwall, wo sie sich niederlassen und ein Picknick machen. Und der gefreite Lankes, der für die Überwachung des Strandabschnitts zuständig ist, schießt einfach mal ein paar Nonnen ab, die da spazieren gehen. Und dann kommt auch Roswitha ums Leben bei einem Bombenangriff, denn die Invasion beginnt. Unter anderem deshalb macht er sich auf den Heimweg nach Danzig, wo er gerade richtig zum dritten Geburtstag seines vermeintlichen Sohnes Kurt ankommt. Dem schenkt er eine Blechtrommel, aber der Kurt ist böse, macht die Blechtrommel kaputt und vermöbelt seinen Papa. Wahrscheinlich aus Mitleid trommelt anschließend wenigstens Jesus für ihn, als er in der Kirche ist. Und dann ist er im nächtlichen Danzig unterwegs und zersinkt Scheiben. Da heißt es plötzlich, stopp, wir sind die Stoiberbande und wer bist du? Ich bin Jesus, folget mir nach. Und er wird tatsächlich zum Boss dieser Stoiber-Räuber-Bande, zersinkt Scheiben für sie und als sie irgendwann in die Kirche einbrechen, Polizei, ihr seid verhaftet, nein, werden alle festgenommen, außer Oskar, der sich mal wieder als Dreijähriger ausgibt und auf diese Weise entkommt. Wahrscheinlich zur Strafe kommen jetzt die Bombenangriffe und die Russen. Frau Greff wird vergewaltigt. Aua! Mazerat erstickt durch Oskars Schuld fast an seinem Parteiabzeichen. Röchel, Röchel! Wird dann aber von einem Russen erschossen. Bang! Aua! Daraufhin übernimmt ein Treblinka-Überlebender namens Feingold den Laden. Mazerat wird beerdigt und Oskar beerdigt die Blechtrommel mit ihm und beginnt prompt zu wachsen. Er ist jetzt 30 cm größer, als er mit Maria und Kurt nach dem Westen, nach Düsseldorf nämlich, flieht, wo Maria und Kurt jetzt vom Schwarzmarkt leben, aber sie will ihn nicht heiraten, deswegen trennen sich ihre Wege. Er arbeitet zunächst als Steinmetz und dann als Modell in der Kunsthochschule. Hier trifft er den gefreiten Lankes wieder, der Maler ist und die beiden sind jetzt befreundet. Als Modell muss er auch zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eine Trommel halten, weshalb er mit dem Musiker Klepp, einem Flötisten, der sein Zimmernachbar ist, ins Gespräch kommt. Eine andere Zimmernachbarin ist Schwester Dorothea, eine Krankenschwester, mit der er nachts zusammenstößt. Ups, wer sind Sie denn? Ich bin Satan. Oh Gott, Satan, komm! Und er will kommen, aber sein schlappes Trommelstöckchen macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Zusammen mit Klepp und einem Gitarristen macht er hinfort Musik im Zwiebelkeller des Wirtes Schmuh. Da bringen Zwiebeln die Gäste zum Heulen. Einmal bringt Oskar sie mit seiner Trommel aus der Fassung. Schmuh hat übrigens das Hobby, Spatzen zu schießen. Deswegen hat er immer diese Flinte dabei. Nur einmal verirrt er sich in Hitchcocks Die Vögel und hat durch einen Spatzenschwarm einen Unfall und stirbt daran. Mit Lankes zusammen reist er nochmal zum Atlantikwall, wo sie Urlaub machen. Der verführt eine Nonne, die sich anschließend umbringt und so ist er wieder für den Tod einer Nonne verantwortlich. Dann trifft er Meister Bebra wieder, der jetzt eine Konzertagentur hat und ihm dabei hilft, ein erfolgreicher Solotrommler zu werden und Karriere zu machen. Er bringt das Publikum durch seine Rhythmen in die Kindheit zurück. Zwischendurch geht er mal mit einem Leihhund spazieren. Aus Lux, was soll denn das? Was hast denn du da? Und er bringt ihm einen abgetrennten Finger. Und der so, was ist das denn? Weil es sich wohl um den Finger von Schwester Dorothea handelt, wird er des Mordes an ihr angeklagt, der Prozess wird ihm gemacht und weil er so verwirrt wirkt, kommt er nicht ins Gefängnis, sondern in eine Nervenheilanstalt. Na und den Rest kennen Sie ja, Bruno, seitdem ich hier bin. Und haben Sie die Schwester Dorothea jetzt wirklich umgebracht? Ach was, aber den Finger habe ich mir in Gold nachgießen lassen. Und so endet dieser große Schelmenroman des 20. Jahrhunderts. Und das, liebe Gemeinde, war Die Blechtrommel von Günter Grass. Vielen Dank.